Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. Wir sind derzeit auf der Suche nach der mythischen Morgenröte. Wir haben da einen Brief gelesen, der uns versicherte, dass diese mythische Morgenröte versucht, eine Oblivion-Tür zu öffnen. Und deswegen sind wir in der letzten Folge zu diesem Lager gereist. Und jetzt sind wir hier. Und ich sollte mich ducken. Okay. So. Als erstes natürlich selbstverständlich. Oh, Auraflüstern, stimmt, da war ja was. Auraflüstern, Lautlosigkeit und der beschworene Bogen. Ja. Ach ja, ich erinnere mich, das ist so schön. Okay, mythische Morgenröte. Jetzt seid ihr fällig. Ach du Scheiße. Ich war doch mal so stark. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen und ich muss was essen. Ja komm, solange die da hinter uns her sind. Kurz mal was essen. Wir müssen mal gucken, wie man Suppen macht. Und dann sollten wir uns mal mit Suppen volldecken. Lass Gazir. Das ist ein cooler Spruch. So, ich glaube, die hängt fest. Ach du Scheiße. Ich wurde entdeckt. Ich bin so tot. Das mit dem Damage passt mehr so gar nicht, ne? Ich weiß nicht, soll ich es nochmal mit der Armbrust versuchen? Ich weiß nicht, wo ich bin. Sie kann das gar nicht wissen. Woher sollte sie das wissen? Komm schon, Auge, schließe dich. Ja, genau. Schlaf ein. Psch. Sehr schön. Keine Spur von ihnen. Habe ich die Armbrust noch dabei? Ich fürchte nicht. Na gut. Aber ich schieße dann ein paar Mal damit, dann schlage ich zu, weil ich denke, das ist ernsthaft. Dann schlage ich zu, weil ich denke, das ist anvisieren. Au! Holy shit! Die macht ja wirklich Schaden mit eurer komischen Billigwaffen. Weißt du, ich bin hier der Drachengeborene. Ja gut, mit meiner Rüstung, Apropos, warte mal. Wie sieht es mit meinen Fähigkeiten aus? Schleichen ist schon zum zweiten Mal auf 100. Schießkunst ist zum zweiten Mal auf 100, ne? Ich habe da jetzt nicht wirklich alles voll gemacht. Waldläufe, du kannst mit schussbereiten Bogen schneller laufen. Meisterschütze, es besteht eine Chance von 15%, dass du dein Ziel einige Sekunden lang lähmst. Wieso habe ich keinen Schnellschuss gemacht? Achso, doch, habe ich. Der ist... Das hier habe ich nicht gemacht. Okay, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass das alles so ein bisschen einfacher war. Ich muss überlegen, wie wir das hinkriegen, wie ich mehr Damage mache. Ich meine, im Prinzip mache ich ja extrem viel Damage, ne? Also, so ist es ja nicht. Ich ziehe denen schon ordentlich was ab. Das Problem ist nur, wenn die an mich rankommen, bin ich halt tot. Hatte ich irgendwas, was mich noch stärker macht? Eisform. Ich meine, ich kann sie damit ablenken, ja. Naja, ziehen wir uns nochmal zwei Süßkuchen rein. Oder Apfelkuchen. So, jetzt kommt mal näher, kommt mal näher. Wieso läuft die rückwärts? Ich hasse es, wenn das passiert, ne? Das war ein Headshot. Du könntest gar nicht mehr leben. In der echten Welt. Was wir natürlich nicht sind. Wollte ich das nicht abbauen? Ich glaube schon.
Ich brauche unbedingt eine Nahkampfwaffe. Und vielleicht ein Schild. Oder ich skille doch vielleicht nochmal auf Magie um. Ja. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Das ist alles so schwere Entscheidung. Ich glaube nicht, dass ich easy going jetzt auf Magie wechseln kann. Ah, ich habe das Spiel nicht gespeichert. Was? Ich bin auch kein Kampf. Wo bin ich denn in einem Kampf? Gib mir mal die Schneebären. Als ob die wissen, wo ich bin. Lars, ja sie! Es ist ein einziger, der da hinten. Voll zwischen die Augen. Oder ins Auge sogar, Alter. Oh, Süßkuchen, Dankeschön. Also, der steht da hinten einfach rum. Und checkt mal gar nichts. Sieht aus wie ein Mensch. Mann. Ja, Männer sind auch Menschen. Auch wenn ihr es nicht glauben mögt. Ernsthaft? Was war das denn für eine Nummer? Okay. Wein, Dietrich. Also wirklich viel Schaden macht das Ding ja nicht. Aber weißt du was, gib mir den Ring, den kann ich verkaufen. So, was haben wir denn hier? Tagebuch des Ausgrabungsleiters. Ach, ich hasse es, diese Info. Zweite Sonnenhöhe, vierte Ära 201. Die Dämmerung bricht an. Vonos hatte Erfolg beim Durchdringen des Schleiers der Schwellenbarriere. Aber es liegt noch mehr Arbeit vor uns. Wir haben einen Ankerpunkt zutage gefördert. Müssen aber noch das Tor selbst rekonstruieren. Doch selbst mit dem Tor bleibt der Schleier der Schwellenbarriere bestehen. In seiner unendlichen Weisheit arbeitet Vonos Tag und Nacht daran, einen Weg zu finden, den Schleier zu brechen. Es mag sich um einen einzelnen Durchgang handeln, aber Valkyn, Gatanas und Methans warten auf der anderen Seite auf uns und bereiten sich darauf vor, für unseren Fürsten zu marschieren. Ich werde den Glauben bewahren für Fürst Dagon. Zehnte Sonnenhöhe, vierte Ära 201. Vonos hat sämtliches verfügbares Wissen über das Mysterium Xarxes studiert, sich mit Dagons Dremora beraten und unermüdlich experimentiert. Aber er kann das Tor immer noch nicht öffnen. Er glaubt jedoch, dass es ein Objekt gibt, das stark genug sein könnte, um das Tor zu öffnen oder zu halten. Welche Art von Artefakt könnte solch eine Macht besitzen? Selbst 1000 Seelensteine würden wohl in Anwesenheit eines Siegelsteins vergehen. Wir müssen unsere Bemühungen verdoppeln. Ich habe zusätzlich Kundschafter nach Solstheim und Cyrodiil entsandt, damit sie dort so viel wie möglich in Erfahrung bringen. 20. Sonnenhöhe, vierte Ära 201. Einer meiner Kundschafter ist mit vielversprechenden Hinweisen aus Bruma zurückgekehrt. Die alten Eileiden sind wohl bekannt für ihre Welkündsteine, seltene ätherische Fragmente, die aus mächtigem Meteorglas bestehen. Ein großer Welkündstein, der mächtigste dieser Steine, wurde für gewöhnlich im Herzen jeder Eileiden-Stadt aufbewahrt. Aber diese Steine sind schon lange geraubt worden oder gingen im Laufe der Zeit verloren. Forscher spekulieren seit Jahrhunderten darüber, dass es mehrere große Welkündsteine geben könnte. Aber man hat nie einen gefunden. Der letzte große Welkündstein wurde laut Aufzeichnung in der dritten Ära gesichtet. Er wurde ergattert und verwendet, um unseren Fürsten zu stürzen. Und so führte er letztendlich zum Verderben von Merune. Aber vielleicht ist uns die Ironie ja wohl gesonnen. Etwas dieser Macht könnte genau das sein, was wir brauchen, um das Tor wieder mit all seiner Macht aufzufüllen. Ein Forscher hat die uralte Eileiden-Ruine Riele als einen solchen Ort ausgemacht, wo ein großer Welkünstein existieren könnte. Über die Jahre hinweg haben viele ihre Tiefen erkundet, aber nie konnte jemand eine Spur eines derartigen Objektes finden. Könnte tief in Riele verborgen wirklich ein großer Welkünstein liegen? Ich wies meiner Kundschafter an, diesen Forscher gefangen zu nehmen und ihn zu mir zu bringen. Wir müssen so viel wie möglich herausfinden. Zweite, letzte Saat, vierte Ära 201. Meine Kundschafter haben den Eileiden-Forscher aus Bruma gefangen genommen, aber bei ihrer Rückkehr beobachteten sie die Wächter von Stenda bei der Überwachung
des Fahlenpasses. Meine Kundschafter mussten einen Umweg durch die Wildnis der Geralberge nehmen, um ihnen zu entgehen. Könnten sich die Wächter unsere Schritte bewusst sein? Gibt es einen Verräter unter uns? Wir können keine Konfrontation mit den Wächtern riskieren, bis wir nicht die gesamte Macht von Dagon hinter uns wissen. Zu viel steht auf dem Spiel. Beim Verhör des Forschers erfuhr ich, dass Riele einsturzgefährdet ist, was ein Betreten schwierig macht. Durch dies und die Wächter, die den Fahlenpass blockieren, wird unsere Expedition erheblich behindert. Er sprach von anderen Gefahren, doch werde ich sie hier nicht nennen, um seiner Faselei keinen Platz einzuräumen. Wir müssen einen Weg nach Riele hineinfinden. Vonos und ich waren einer Meinung, dass keine Zeit zu verlieren ist. Ich habe unsere treuesten Jünger dafür auserwählt, ein Basislager in den Bergen westlich von Ivarstadt zu errichten. Wir werden im Dunkeln der Nacht operieren, um uns einen eigenen Weg durch die Geralberge und ins Innere... und ins Innere von Riele zu graben. Es wird seine Zeit dauern, aber es gibt nur diesen einen Weg. 14. Letzte Saat, 4. Ära 201. Nach einer Menge Blut und Schweiß sind wir endlich über die nordwestlichen Ecke in Riele eingedrungen. Aber die Herausforderungen dort drinnen haben sich als äußerst tödlich erwiesen. Der Einzige, der lebend zurückkam, behauptete, er sei nur mit Mühe und Not den Fängen eines untoten Monsters entkommen. So viele, die hineingegangen sind, kamen nicht mehr zurück. Und ich weiß nicht, wie viele Seelen ich noch entbehren kann. All dies und immer noch kein Zeichen einer geheimen Kammer oder eines Welkensteins. Es gibt leserliche Abschnitte mit nicht übersetzten Wörtern auf den Seiten, die von dem Forscher in Bruma aufgespürt worden waren. Ich habe Janus, einen meiner besten Gelehrten, herbeigerufen, damit er mich bei meinen Eileidenstudien unterstützt. Vielleicht gibt es etwas, das wir übersehen. Oh, wie viel ist denn das? 15. Saat. Oder 15. letzte Saat, 4. Ära 201. Laut den Büchern Magie von Himmel und Lobpreisungen und Wehklagen glaubten die alten Eileiden, dass Nirn aus vier grundlegenden Elementen bestand: Erde, Wasser, Luft und Licht. Janos und ich denken, dass dies von extremer Wichtigkeit und vielleicht der Schlüssel zum Stein ist. In den unvollständigen Texten, die wir von dem Forscher in Bruma entdeckt. In den unvollständigen Texten, die von dem Forscher in Bruma entdeckt wurden, ist von bislang unentdeckten Elementarsblättern die Rede. Doch worum handelt es sich dabei? Wo sind sie? Wir werden einen weiteren Trupp zusammenstellen und mit diesem Hinweis ausgestattet nach Riele entsenden. Wir haben nicht mehr viele Vorräte und müssen die Suche vielleicht aufschieben, wenn wir noch mehr Leute verlieren. 17. Letzte Saat, 4. Ära 201. Fast ein Monat. Ich weiß nicht, ist das ein Monat? Ich glaube, das sind Jahreszeiten, oder? Die müssten auf jeden Fall mehrere Jahreszeiten haben. Letzte Saat hört sich an wie Herbst. Vonos hat eine wichtige Nachricht geschickt. Die Wächter von Stendar tauchen verstärkt auf und befragen die Stadtbewohner. Alkolyt, Skorvult und Priesterin Enneken sind verschwunden. Wohin? Das weiß niemand. Wir sollten besser annehmen, dass die Wächter unsere Pläne kennen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Janos muss mit einem letzten Expeditionstrupp versuchen, den großen Welkenstein zu finden. Ich werde ihm zum Schutz meine letzten verbliebenen Wachen mitschicken. Dies ist unsere letzte Chance. Dagon gibt uns Kraft. Oh, ich muss erstmal klauen und mich befriedigen. Oh, okay. So. Also, das Klauen hat mich befriedigt. Wollte ich mal dazu erwähnen. So, nehmen wir das auch alles hier mit. Okay. So, und Riele ist hier irgendwo? Ist hier eine Höhle? Es war so klar, das ist die Höhle. Ah, da waren wir doch bereits. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, hier draußen zu schlafen. Ich scheine jetzt aber nicht so müde zu sein. Und eventuell müssen wir gegen einen Drachen kämpfen, den wir neulich da einfach haben stehen lassen. Ich weiß, das macht man nicht. Wir hatten ein Date. Ich bin einfach abgehauen, aber... Weißt du, manchmal sieht man einfach, auf was man sich da einlässt und dann läuft man weg. Vor allem, wenn das Ding Feuer speit, dann
Solltest du aber sowas von die beiden in die Hände nehmen. So, wo bin ich jetzt? Hier müsste es jetzt runtergehen und da müsste diese Altarkacke sein, ne? Irgendwo hier. Das ist der Weg. Ich glaube, darunter geht's zu diesem komischen Altarzeugs. Oh, guck mal. Was ist das denn? Tochter des Nieben. Was macht das hier? Och, ich würde so gern wieder die Bücher lesen. Komm, holen wir uns ein bisschen Quecksilber. Was mich ein bisschen fuchsig macht, ist, dass bei diesen, erstellten Quests von, Usern, die Texte so lang sind. Ich meine, ich habe kein Problem damit, so viel zu lesen. Ich habe eher ein Problem damit, das alles, vorzulesen. Ich habe immer Angst, dass die meisten Leute da dann immer wegklicken. Keine Ahnung, ihr könnt ja mal dazu schreiben, soll ich einmal durchblättern und ihr lest selber oder soll ich das lesen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr mir das einfach mal sagen, wie ihr das so wünscht. Dann richte ich mich nach euch. Ach komm, das ist doch ein einser Weg. Ganz bitte nicht erzählen, hier kann man doch lang. Weil ich habe eigentlich immer alles vorgelesen. Nur weiß ich halt nicht, wie das ankommt. Weil ich bin jetzt auch nicht der übelste Leseheini. Also ich lese viel, aber leise. Und das bringt halt nicht viel. Meine ganzen Leseskills stammen tatsächlich aus meinen Let's Plays. Und es wird auch besser. Ihr müsstet euch mal die ersten Skyrim-Folgen angucken. Das ist nicht auszuhalten. Selbst ich konnte da nicht mehr hinhören. Ich hoffe, ich mich verlesen habe und alles drum und dran. Aber mittlerweile geht's, muss ich sagen. Mittlerweile könnte ich mir selbst zuhören. Ich habe auch damals hatte ich große Probleme, meine eigene Stimme zu hören. Aber ich glaube, das ist normal. Wie komme ich jetzt da hoch? Aber ich glaube, dass im Laufe der Zeit sich meine Stimme auch angepasst hat. Wenn ich so alte Videos angucke, könnte auch natürlich an der Mikrofonqualität liegen, aber das war schon echt nie so nice, ne? Jetzt komm da hoch! Oder soll ich das Pferdchen rufen? Komm, wir rufen das Pferdchen. Was soll's? Ich glaube, der kommt hoch. Avorak! Genau, ich beschwöre den einfach hier oben hin. Und dann sitze ich auf. Ha! Lifehack! So. Und jetzt meine Ziege. Auf geht's. Okay, wir sind hier. Wir sollten absteigen. Wir brauchen die Lautlosigkeit. Und das Auraflüstern haben wir ja schon, ne? Nichts in der Nähe? Ernsthaft? Sag mal, siehst du nicht, dass ich schleiche? Bleib mal weg von mir. Kann man immer gebrauchen. Wehe, ich warne dich. Oh, du bist ein kluges Pferd. Oh, ich hatte kurz Angst. Bogenwindspitze erreicht. Wo sind die alle hin? Hat der Drache sie alle weggemetzelt? Apropos Drache. Wir schleichen uns hier mal eine Runde entlang. Der hat mich ja noch nicht gesehen, ne? Ah, da schwirrt er noch um. Ich habe überhaupt keinen Bock auf dich, Mann. Bleib weg von mir. Ich will nur in diese Höhle, wo wir deutlich waren. Was ist das? Sieht so auffällig aus. Das ist nur so ein Wegpunkt. Aber ich habe die doch gar nicht alle getötet. Nehmen wir einfach an, das war der Drache. Wie sind die eigentlich am Drachen vorbeigekommen? Naja. Vorleishöhle. Riele, ah. Gabriele, ich bin bei dir.
Da wären wir in Reele. Und weil es so schön ist, würde ich sagen, an diesem Punkt machen wir einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir, wie es hier in Reele so abgeht. Hau rein, euer Zero. Tschüss.